Fall sind die Marburger Popcorn sehr. Ist ja nicht so, als würde man das nicht sehen. Ich wollte es nochmal sagen. Was ist die nervigste Frage, die ihr gestellt bekommen habt? Was glaubst du, welches ist? In welcher Zeit würdet ihr gerne mal reisen? Das ist tatsächlich. Echt? Mhm. Das ist die Frage, die wir wirklich schon seit dem ersten Teil, also ich glaube, das ist die Frage, die habe ich öfter in meinem Leben gehört, als die Frage nach meinem eigenen Namen. Wenn das jetzt jemand fragt, sind wir ganz schnell fertig. Es hat viel passiert jetzt in den letzten 4 Jahren. Was hat sich denn für euch verändert in der Zeit? Naja, das Ding ist, wir haben ja angefangen als weil ja noch Teenager diese Zeitreisetrilogie hier zu drehen und jetzt sind wir junge Erwachsene, das heißt sowieso in unserem Leben hat sich viel verändert. Aber klar, irgendwie das hat auch, auch durch die Trilogie hat es da irgendwie mehr Aufmerksamkeit gegeben, so innerhalb unserer Filmbranche, aber auch allgemein, wenn man jetzt, wird man halt öfter mal erkannt so. Aber ja, also es ist irgendwie... Wer zu sagen, welcher Teil das Leben, das eigene Leben so einen verändert hat und welcher Teil diese drei Teile. Aber ich glaube, man kann schon echt klar sagen, dass die dadurch, dass kein Projekt es bisher gab und vielleicht auch nicht mehr geben wird, was einen so lange begleitet, dass kein Projekt so einen Einfluss auf einen nimmt oder zumindest auch dauerhaft so eine gute Übung ist. Das wäre für uns auch, sind wir dann ja als Schauspieler damit gewachsen oder haben, glaube ich, auch immer mehr gelernt, was so das Spiel mit der Kamera angeht oder eben die Dinge, die wir alle lernen durften dafür. Ich hätte mal eine Frage an die Filmemacher. Gibt es zwischen den verschiedenen Teilen Unterschiede in der Umsetzung, also vom ersten bis jetzt zum dritten Teil? Ja, wir haben schon darauf geachtet, dass die Filme alle so ein bisschen eigene Handschrift haben. Also beim ersten ist es halt diese, wo man so in diese magische Welt reingezogen wird. Im zweiten geht es hauptsächlich um die Beziehung der beiden. Und jetzt haben wir schon mehr so einen fulminanten Abschluss gemacht mit so einem paar Action-Elementen und es... Also die Machart ist schon unterschiedlich und es ist auch schon so, dass wir natürlich auch was verändert haben, jetzt von der Kameraführung oder der Musikeinsatz, die Art des Erzählens. Also wir haben immer so gesagt, das erste ist ein Märchen, Rubinrot ist ein Märchen von einem Mädchen, die erkennt, dass sie eine ganz besondere Gabe hat. Das zweite ist mehr so eine Romantic Comedy zwischen den beiden, wobei die Comedy, also mehr eine Romanze, die kein Happy End hat. Das dritte ist eine Heldengeschichte, oder? Und das dritte ist wirklich dann die Heldengeschichte, wo sie über sich hinauswächst. Und dementsprechend haben wir auch die optische Umsetzung angepasst und auch die Musik. Also dass wir wirklich, dass wir gesagt haben, jeder Film soll etwas ganz Besonderes haben und soll auch für sich alleine stehen können. Mhm. Also wir wollten keine Serie machen in dem Sinne, sondern schon 3 Einzelstücke. Im Laufe der Zeit haben sich ja auch die Charaktere verändert. Was dann auch anders, hat sich es auch verändert, wie ihr die Rollen gespielt habt? Ein bisschen klar. Also ich meine, wir sind ja mit unseren Rollen sozusagen gewachsen. Und ich hatte auch vom dritten Teil ganz besonders, hatte ich ein bisschen Schiss, dass es auch wieder klappt, dass ich wieder in die Gwenny reinkomme, die ich da gespielt habe in den ersten beiden Teilen. Aber ja, das hat dann doch ganz gut funktioniert, weil es ist natürlich irgendwie das Team, es sind die Kostüme, es ist einfach, die sind die Schauspielpartner, so, das hat alles geklappt. Welche Epoche hat euch am meisten Spaß gemacht zu spielen, so vom Setting her, die Kostüme, ich meine, da gibt es ja schon große Unterschiede. Ich glaube, die Frage wäre jetzt an Platz 2 gewesen. Wahrscheinlich. Ach, alles gut. Ist ja nur Platz 2. Ich weiß ja, was ich vermeiden muss. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Ich mochte wirklich da jede Epoche, weil es einfach immer, es ist immer schön. Und wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, 1912 spielt, dann ist es irgendwie fantastisch. Aber die Barockzeiten waren auch toll, das war alles noch viel pompöser. Die 50er waren auch klasse. Also es ist ja schon irgendwie toll, dass man sich während eines Projekts, irgendwie, auch wenn es über 3 Teile hinweg war, immer wieder in so eine neue Zeit begeben kann und irgendwie alles mal gesehen hat. Also ich würde mich gar nicht entscheiden wollen, ehrlich gesagt. Fiel euch der Abschied schwer von diesem riesen Projekt und diese ganzen Welten, in die man eintauchen konnte? Klar. Also es ist mir total ans Herz gewachsen und jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwie bei der Tour kurz bevor wir dann auf die Bühne müssen, noch drinstehen im Saal und und nochmal so das Ende mitkriegen, da bin ich schon immer echt sentimental, muss ich sagen. Das ist wirklich einfach ein Teil von uns geworden.
Wie wichtig ist denn, so eine Kinotour zu machen? Nee, es ist super. Also für, also Schauspieler haben das ja manchmal so dieses Gefühl, wenn sie Theater spielen, so Kontakt zum Publikum zu haben. Für uns ist es etwas, was ganz Besonderes, was es so eigentlich sonst nicht gibt, außer man macht so eine Tour. Ja, ich glaube, wir sind einfach total froh, dass wir es geschafft haben. Ja. Weil wir sind irgendwann mal angefangen und haben gesagt, wir machen jetzt eine deutsche Fantasy-Trilogie. Und alle haben gesagt, ja klar, deutsche Fantasy-Trilogie, versucht ihr das mal. Und dass wir es dann wirklich geschafft haben, bis zum Ende und jeden Teil. Und es war ja auch nicht einfach. Wir haben ja wirklich bei jedem Teil wieder gekämpft und gesagt, nein, es muss weitergehen, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Und dass sie jetzt auserzählt ist und wir das abschließen konnten, da ist man dann schon froh. Ja. Und hier sind die Filmemacher Felix und Katharina. Und dann haben wir natürlich noch jemanden mitgebracht für euch. Maria Erich und Jannis Niemöller. Jannis Niemöller. Ja, wir sind natürlich da, um ein paar Fragen zu beantworten, die ihr vielleicht habt an die beiden. Hat sie Spaß beim Drehen? Nicht so viel, leider. Vor allem er. Doch, kurze Pause. Doch, nein, sehr viel Spaß, also wirklich, weil wir natürlich auch zu einer Familie geworden sind und mit Familie und Freunden hat man immer am meisten Spaß. Und man darf zusammen arbeiten. Das war schon eine besondere Situation und wir haben viel gelacht. Ja. Aber das fragen immer alle, was so am meisten Spaß gemacht hat und wie lustig es war. Und ich glaube, man muss es auch einfach sagen, dass das verdammt harte Arbeit ist, mit dem Filmemachen und auch für die Schauspieler. Jannis lag 4 Nächte im Regen, einfach nur tot im Matsch bei dem Showdown. Es ist, ich glaube, der Spaß macht es dann, wenn was Tolles rauskommt oder mal an Momenten zwischendurch. Aber es ist schon ziemlich harte Arbeit. Oder hast du nur Spaß? Ich finde es super. Nein, es macht immer viel Spaß trotzdem. Also ich meine, dass es harte Arbeit ist, das stimmt, das ist so, da lügt er nicht. Aber wir würden es auch nicht machen, wenn wir nicht so eine Leidenschaft dafür hätten, dass wir auch mal 4 Tage lang tot im Matsch liegen würden. Die beiden überlegen, was am schwierigsten zu drehen war. Sehr schwierig war auf jeden Fall die Geigenszene im zweiten Teil für mich, weil es natürlich nicht so geklungen hat, wie es im Film klingt, sondern man musste ganz ernst und leidenschaftlich dazu gucken und das war für mich sehr schwer, das so ernsthaft durchzuziehen. Ja, und die Augensache. Und halt die Augensache. Hat der blaue Kontaktlinsen? Falls irgendwer nicht mitbekommen hat. Und ich hatte irgendwie ziemliche Probleme diesmal mit den Teilen, weil die irgendwie, die sind die ganze Zeit mit dem Auge hin und her geflutscht und dann war mal das eine Auge braun und dann wieder blau. Und es hat uns echt viele Nerven gekostet und irgendwie gab es dann auch eine Situation, in der Jannis nicht mehr ruhig bleiben konnte und die ganze Zeit gelacht hat und nicht mehr mit mir spielen wollte. Habt ihr Ähnlichkeit mit euren Rollen? Also Jannis mit Gwendolyn auf jeden Fall. Und Maria kann auch ein ganz schöner Kotzbock sein. Na und? Da hinten, in schwarz, ja. Was werdet ihr von den Dreharbeiten? Was werde ich vermissen? Werde ich was vermissen? Maria, auf jeden Fall. Oh. So Maria, was wirst du denn am meisten? Alles, was ich jetzt sage, ich muss ja jetzt Jannis sagen. Doch, ja, Jannis. Ja, meinetwegen. Jannis. Es gibt so viel, was man vermissen wird. So, keine Ahnung, das Miteinander im Team und das einfach der Spaß, den wir gehabt haben, während wir gedreht haben. Das werde ich vermissen. Danke.